Liebe Touristenfahrerinnen und Touristenfahrer, liebe Zuschauer, liebe verbrennungsmotorbenachteiligte E-Autofahrer. Wie Sie alle wissen, hat das wichtigste Ereignis der Saison, die Touristenfahrer-Weltmeisterschaft in Hockenheim, bereits begonnen. Und der dritte Lauf. Der Favorit der Herzen TEN Racing hat sich schon wieder einen fast uneinholbaren Vorsprung ergattert. Ein Team im Mittelfeld, Blue Mini Racing mit dem Fahrer Benjamin Krockenberger, hatte bisher große Probleme mit technischen Ausfällen zu beklagen. Daher nun die Öffnung dieses Pakets, das hoffentlich Abhilfe schafft. So, in diesem Paket sollten Bremsbeläge enthalten sein, die endlich die unglaubliche Leistung vollbringen, länger als 2x15 Minuten zu halten. So. So ein Paket mit so einem wichtigen Inhalt muss man natürlich vorsichtig öffnen. Dafür schlage ich immer vor, Dafür schlage ich immer vor, passendes Werkzeug bereits liegen zu haben. Ja, haha, okay, die Erfüllung aller Träume, Ferodo DS 1.11, für den schlappen einmaligen Sensationspreis für 250 Euro inklusive Versand. Und entgegen den Vermutungen eines gewissen, hier nicht genannten BMW E36-Fahrers, muss ich sagen, es ist ein Aufkleber dabei, eine ausführliche Anleitung dabei, um die optimale Leistung der Ferodo Racing-Belage zu erreichen, sollten Sie folgende nur für neue Beläge geltende Einfahrempfehlungen sorgfältig befolgen. Führen Sie 25 bis 30 Bremsungen, okay, den Aufkleber, falls man vergisst, dass man schon wieder Bremsbeläge gewechselt hat, für mich sehr hilfreich. Und hier das Gold. Liebe Tourifahrerinnen und Tourifahrer, das riecht nach Geldverschwendung, ist also genau in unserem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich noch viel Freude für das Betrachten der Touristenfahrer-WM dieses Jahr. Wir wünschen den Favoriten viel Glück. Prost, ciao.